Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Hey, der Hunter wartet. Der Tempel wird dich prüfen. Der Tempel ist da unten. Die Leute, die diese... Er liegt nahe. Du wirst es spüren. Die Sternblüten und viele meiner Art mit. Naja, wir können's besser brauchen.
Irgendein einfallsreiches Sternenblut hat menschliche Söldner hergelockt, diese Anlage gebaut. Eine weitere Ebene bis zum Tempel. Mach dich auf weitere Sternenblüter gefasst.
du was Nützliches gefunden? Lassen wir doch ein paar Sachen hier und kommen noch mal her.
Siehst du die Anomalie? Das Artefakt des Tempels reagiert auf die Kämpfe. Ist vielleicht der einzige Weg hindurch. Okay, du da. Du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Sollten wir nicht? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Worauf wartest du? Woher wusstest du von Barrett? Warst du an meinen Dateien? Wir reden später darüber, Dusty. Geh jetzt rein in die Höhle. Guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Alles okay? Das war ein Shift durch die Raumzeit. Ein Eintauchen ins Multiversum. Wir müssen noch durch ein paar weitere. Ja und nein. Etwas Ähnliches wie du, vermute ich. Ein Anfang, Reue oder Überraschung. In Ordnung, aber pass gut auf. Thank you.
Soll... Du nicht ganz durchdacht, hä? Spürst du die leichte Vibration? Sie verändert sich immer wieder. Das kommt wohl vom Reaktor.
Wir haben Besucher. Vardik, davon hast du mir gar nichts erzählt. Wir haben Besucher. Willkommen. Meins ist auch deins. Nein, es ist trotzdem meins, aber du weißt schon. Was soll ich von so einer seltsamen Aussage halten? Ist das irgendeine Art von... Eine Art von... Du verdienst das letzte Artefakt nicht. Das Leben, das du führst. Du stiehlst, bist opportunistisch, lügst. Die Allheit wird mehr von dir verlangen als nur Credits. Du denkst, du hast ein Recht auf die Unendlichkeit? Du bist nichts! Wachen! Artefakten endet immer hier. Los, Neuling. Komm schon. Du schaffst das. War kaum auf der Straße des Reisenden mit uns. So schnell darf keine weitere Seele ins Nichts. Nein. Nein. Ich trinke einen auf die pechschwarze See. Was zur...
Bei Kriegs Geist! Ist das ein Sternenbluttrick? Willst du mich verhöhnen, bevor du es noch schlimmer machst? Multiple Universen? Springst du etwa durch die Tore von Raum und Zeit? Keine Ahnung, ob du die Reflexion eines kaputten Gehirns bist. Aber ich verstehe, was du meinst. Tja, du Geist von der anderen Seite. Ich werde mir das mal durch den Kopf rollen lassen. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Ich habe jemanden verloren. Halluzinationen. Aber ich rede gerade mit dir, oder?
gehört jetzt uns. Thank you.
wir sicher brauchen. Vielleicht halte ich dich ja nur hin und schlage dann zu. Mir nicht zugehört. Die Allheit ist unvoreingenommen und für alle offen. Das ist alles. Ich könnte... Es war manchmal langweilig. Eine Abwechslung wäre schon was. Naja, so funktioniert das Multiversum halt. Gewalt und Macht sind feste Konstanten. Ich habe dich gehört und bin nicht beeindruckt. Legen wir los. Hat jemand drauf gerade? Barrett bestellt? Mein Kopf! Thank you.
End. Viel mehr von seinem Mist hätte ich nicht mehr ertragen. Brauchst du was? Bevor es nutzlos rumliegt. Du hast es geschafft. Das Artefakt gehört dir. Nein, das war dein Sieg. Du hast bewiesen, dass du bereit bist für die Allheit. Wir kommen zwar aus anderen Universen, aber fühlt sich an wie in alten Zeiten. Hier, das sind alle meine Artefakte. Schwierige Frage. Du könntest auch fragen, wann ist die Allheit? Oder warum existiert? Und wie funktioniert die Allheit wirklich? Sie hat keinen festen Platz in der Raumzeit. Du wirst... Naja, du wirst es besser verstehen, wenn du dort bist. Nein, mein Platz ist in diesem Universum. Verabschiede dich lieber von ihnen. Du siehst die Herrlichkeit unseres Multiversums und deinen Platz darin und musst eine Entscheidung treffen. Mehr sage ich nicht. Du bringst das Armillar auf dein Schiff und schaltest den Graf-Antrieb an. Der Rest geht automatisch. Endlich! Diese neuen Universen wissen ja nicht, was ihnen bevorsteht. Vergiss die Sternenblüter und den Hunter. Jetzt heißt es Barrett und Partner. Ich schätze, das ginge. Der Klassiker. Hey, wenn das Machen wir es oder nicht Gespräch werden soll, dann lass gut sein. Wir machen es. Das Multiversum wartet nicht. Ja, deshalb habe ich es zuerst gesagt. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Auf ein Wort, Captain. Die jetzige Mission der Constellation ist zu Ende. Es ist üblich, Glückwünsche auszusprechen. Danke. Wäre ich empfindungsfähig, würde ich jetzt wohl stolz und eine erhöhte soziale Bindung zu Ihnen verspüren. Ein Sternenblut zu werden, verläuft hoffentlich ohne physische Traumata. Doch angesichts der unbekannten physiologischen Voraussetzungen für den Wechsel zwischen Universen ist dies unwahrscheinlich. Mir wurde gesagt, dass man schlechte Neuigkeiten so am besten überbringt. Falls wir uns nicht wiedersehen, verabschiede ich mich jetzt, Captain. Statistisch gesehen waren Sie ein ungewöhnlich effektives Teammitglied. Ist es hier ordentlicher als sonst? Nachdem du jetzt alle Artefakte hast, sollten wir reden. Das war's also. Das Amilar kann zusammengesetzt werden. Und die Sternenblüter sagen, dass etwas auf der anderen Seite passiert, das uns wie sie werden lässt. Komisch. Nach all der Zeit dachte ich, ich wäre aufgeregt, ins Unbekannte zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, zu zögern. Das weiß ich und ich spüre es. Glaub mir, das Schicksalhafte daran. Aber was passiert danach? Angenommen, wir gehen in die Allheit, werden sterngeboren, kommen in ein anderes Universum. Wird es da eine Constellation geben? Und selbst wenn, es wäre nicht unsere. Ich habe dich wirklich zum Glauben bekehrt, hä? Puff, was habe ich nur getan? Okay, dann mal weiter. Ein weiterer Sprung ins Unbekannte.
Willst du das haben? Kann ich dir behilflich sein? Hallöchen. Hey, wie läuft's? Dann ein andermal. Hallo, willkommen zurück. Leb wohl. Excusez-moi. Ja, das gehört jetzt dir. Ja? Zum Start in 3, 2, 1, los! Bremsraketen aktiv. Orbit stabil. Geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Ein Gedanke. Kann man die Realität außerhalb von sich selbst je wirklich erfahren? Zeit und Raum werden durch eine Perspektive gefiltert. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts, die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas?
Gut. Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Du hast gerade deine eigenen Fragen beantwortet. Wer außer Schöpfern kann Dinge erschaffen? So hat man sie im endlosen Zyklus der Zeit schon immer genannt. Ist es einer? Sind es viele? Mensch oder Alien? Terrestrisch? Vielleicht triffst du sie eines Tages noch, aber nicht heute. Und was das Warum betrifft, ganz einfach. Damit du diese Frage stellen konntest. Damit du vor mir stehen und in die Mysterien des unendlichen Kosmos eintauchen konntest. So wie ein toter Stern neue Materie erzeugt, verschmilzt ein Teil von dir mit der Allheit selbst. Dieser Teil betritt als Sternenblut das Multiversum. Für dich wird es so sein, als würdest du aus einem Traum erwachen. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren, dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen. Und auf deinem Schiff erwachen, in deinem Universum, dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen, mit euch allen, mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Die zurückbleibenden Mitglieder der Constellation werden ihre Materialien über die Entdeckung der Artefakte, die Sternenblüter und die Allheit veröffentlichen. Die Erkundung des Alls in den besiedelten Systemen im Zeichen der Hoffnung erhält einen neuen Schub. Der Gesandte bleibt in diesem Universum, doch dein Vertrauen beflügelt ihn dazu, nach denen zu suchen, die sie der Allheit für würdig erachten. Viele edle Sternenblüter werden so wiedergeboren.
des Lichts bringt dich in ein anderes Universum. Oder geh, bis die Sterne verblassen, zurück zu deinem Schiff. Du lässt dieses Universum hinter dir, doch ein neues erwartet dich. Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Thank you.
Schmuggelware scannen. Anweisungen Folge leisten. Wenn's recht ist. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Entschuldigung, das ist eine private... Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalakten unserer Partnerorganisationen. Bitte stillhalten. Das scheint der Miner von Argos Extractors zu sein. Verschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort ist eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum tauchst du jetzt auf? Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat? Hören wir ihm doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn er die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Danach suchen wir also. Nach den Teilen für ein Armillar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr, oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen.
Und wenn das stimmt, was du uns über die Sternenblüter gesagt hast, brauchen wir so viel Hilfe wie möglich. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scandaten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Ich hoffe, deine andere Sarah weiß, dass du in Sicherheit bist. Und jetzt holen wir die Artefakte. Der Mann, den ich angeblich von der anderen Seite kenne, war ein interessantes Meeting. Du bist also ein Sternenblut. Wer nicht mit Prügelfaust in den Raum stürzt, ist in meinen Augen freundlich gesonnen. Ich habe versucht, die Infos zu überprüfen, die du Sarah und den anderen hingekippt hast. Gibt gute und schlechte Nachrichten. Die guten, das Auge hat gefunden, was du suchst. Die schlechten, nicht da, wo du gesagt hast. Mit dem letzten Mal meinst du dein letztes Mal, oder? Wenn es wirklich ein Multiversum ist, dann sind die Artefakte vielleicht nicht immer an derselben Stelle. Zum Glück hast du uns alles gegeben, was wir brauchen, um sie zu finden. Ganz ehrlich, mir stehen da die Haare zu Gebirge, als würden wir die Zeit betrügen. Hier sind die Daten. Ich habe einen Planeten gefunden, auf dem einer dieser Tempel stehen könnte. Mit genügend Zeit für Querverweise kann ich wahrscheinlich noch mehr Tempel finden. Komm wieder, wenn du den ersten durchkämmt hast. Eigentlich müsste ich eine Himmelsaura sehen, sobald du etwas sagst. Hab einen gefunden. So einfach wie eine Nadel im Heuhaufen. Werd nur nicht so aufgeblasen. Gibt genug Egos in der Constellation.